die fünf unheimlichsten Fehler bei Gehaltsverhandlungen. Jetzt erzähle ich dir mal, wie denkt ein CEO über den ganzen Scheiß, den du da draußen hörst, an so machst du es richtig, das sind die tollsten Tipps und Tricks, die Superhacks, so kriegst du mehr Kohle und warum du das alles eigentlich knicken kannst, das erfährst du jetzt. Willkommen beim T-Papst. Du bist hier in meinem YouTube-Playlist-Kanal, wo es geht um Key-Energie. Es geht um Business, es geht um mehr Energie, mehr Erfolg für dich. Schalt ein, hör gut zu. Pass auf, geht gleich los. Ich lese dir mal die größten Hacks vor, die du so im Internet findest, und kommentiere die. Okay. Auf einer Seite, die eine Recruiting-Seite ist, einer der Top-Recruiting-Seiten in Deutschland, Österreich, Schweiz, da findest du Tipps zu mehr Geld verdienen, 8 Tipps für die Gehaltsverhandlung. Okay, wir gehen dir mal durch und meinen Kommentar dazu bekommst du gleich. Der Gehaltsreport zeigt, Gehälter haben zig Einflussfaktoren und variieren je nach Branche, Bundesland, Stadt, Bildungsabschluss, Studienrichtung, Unternehmensgröße und natürlich auch nach Berufsgruppe und Jobtitel. Hätte ich gar nicht gewusst, was steht denn da alles drin. Erster Tipp. Tipp 1. Kenne deinen Wert. Sich unter oder über dem Marktwert zu verkaufen, kann schneller gehen als gedacht. Erste wichtige Regel. Recherchiere, welche Abteilung, welches Unternehmen, welche Position und hol dir den durchschnittlichen Gehaltsplaner. Was für ein Tipp, oder? Du willst ein durchschnittliches Gehalt? Dann bist du hier sowieso falsch in dem Video. Aus. Du willst ein überdurchschnittliches Gehalt? Dann interessieren dich doch die anderen gar nicht. Was interessiert dich, was jemand bei Audi bekommt, was jemand bei Porsche bekommt, was jemand bei IBM bekommt, was jemand bei Microsoft bekommt? Was hat das mit dir und mit deiner Branche zu tun, außer du arbeitest für die? Nichts. Also, das ist nicht der Faktor, was andere Leute in anderen Branchen, in anderen Unternehmensgrößen, möglicherweise auch noch in anderen Ländern verdienen. Völlig irrelevant. Was ist interessant und relevant? Kenne das Gehaltsniveau in dem Unternehmen, in dem du arbeitest. Wisse, was gibt's da für Einstiegsgehälter? Was gibt's da für Durchschnittsgehälter? Was gibt's da für Führungsgehälter? Das darfst du wissen, das darfst du rausfinden. Okay. Zweiter Tipp, lege dir überzeugende Argumente für die Gehaltsverhandlungen parat. Wenn du Argumente brauchst, hast du schon verloren. Das ist wie im Verkauf. Wenn du anfängst, mit deinem Kunden zu argumentieren, dann hast du Argument gegen Argument, hast du immer ein Streitgespräch, hast du immer A gegen B. Und es ist ein Kräftemessen, wer gewinnt. Weißt du was? Es gewinnt nicht derjenige beim Kunden, der die besten Argumente hat, sondern derjenige, der dem Kunden was verkauft. Deswegen, knick Argumente, überleg dir nicht Argumente, sondern wisse, was hat dein Gegenüber für unfassbare Vorteile von dir, von deiner Leistung, von deiner Arbeitskraft. Argumente kannst du knicken. Okay, hab keine Angst vor dem Gehaltsgespräch. Ich habe Angst. Ich will nach Hause. Bei Mama was schöner. So denkst du ja nicht. Pass auf. Wie hast du keine Angst vor Gehaltsgesprächen? Ein Gehaltsgespräch ist eine ganz normale, professionelle Businessverhandlung. Sorge dafür, dass egal in welcher Position du bist, egal wo du arbeitest, dass du viel verhandelst. Dass du viel mit anderen Geschäftspartnern zu tun hast. Ob das Lieferanten sind, ob das Kunden sind, ob das Partner sind. Dass du viel dich einbringst. Bring dich proaktiv ein in Verhandlungen. Durch Verhandlungen lernst du verhandeln. Du kannst dich nicht darauf vorbereiten. Da sind so Sachen wie, stell dich vor einen Spiegel, ne, beim Zähnebürsten hier ein Argument proben. Kannst du knicken. Lern das, indem du es umsetzt in deiner üblichen Arbeit. Das bringt dir ein unfassbares Selbstvertrauen, weil dann ist für dich eine Gehaltsverhandlung, so wie jede andere Verhandlung auch, ganz normale Business, ganz normaler Straight Talk. Und dein Gegenüber, dein Chef, wird es schätzen, wenn du einfach gut im Verhandeln bist. Weil bist du gut im Verhandeln, verhandelst du nicht nur gut für dich, sondern verhandelst du auch gut für ihn und für sein Unternehmen. Denk darüber mal nach. Okay. Hier ein Tipp, ey. Kinder. Halte das Schweigen aus, anstatt zu früh nachzugeben.
Das ist ein Tipp für Leute, die so 5, 6, 7, 8% Gehaltserhöhungen verhandeln. Also sagst du, hey, wie geil, ich bin mit 8% reingegangen, 7,5% rausgekommen, weil ich habe hier das Schweigen ausgehalten. Der Fehler ist, was machst du mit 8% einer Gehaltsforderung? Was machst du da? Was hast du im Leben falsch gemacht, wenn du mit 8% reingehst? Schweigen ist nicht dein Problem. Deine Leistung muss viel mehr wert sein als 8%. Das ist das Problem. Ob du dabei schweigst oder nicht, spielt keine Rolle. Okay. Nächster Tipp, die ersten vier waren schon richtig schlecht, aber jetzt geht's mal weiter. Ja? Führe keine unnötigen Verhandlungen. Muss ich mal kurz vorlesen. In vielen Branchen und Unternehmen werden Gehälter ausschließlich nach festgesetzten Gehaltsstufen vergeben. Wenn das Unternehmen andeutet, dass das Gehalt unverhandelbar ist, sollte auch niemandes Zeit mit Verhandlungen verschwenden. Also hast du feste Gehaltsstufen, verschwende nicht deine Zeit und verhandle dein Gehalt. Geht's noch? Wir haben 2022, 2023. Wo hat eine feste Gehaltsstufe, die sich irgendeinem Unternehmen, irgendein Personaler mal richtig ausgedacht hat, wo hat das überhaupt noch eine Bedeutung? Es gibt vernünftige Ebenen, was Erfahrungen betrifft, was Jobs betrifft, was Verantwortungen betrifft. Aber Gehaltsstufen, wenn du beim Bund arbeitest, andere Sache, da brauchst du nicht verhandeln, aber da brauchst du auch nicht zu leben. Wenn du wo arbeitest, wo du wirklich dich einbringst, ist dein Verhandeln immer wichtig, immer richtig. Verlass dich nicht auf, wir haben feste Gehaltsstufen. Ist eine Ausrede, stimmt nicht. Und wenn es stimmt, ignorier es. Verhandel trotzdem. Tipp 6, schlafe eine Nacht darüber? No way. Auch wenn dein Gegenüber gerne eine sofortige Antwort oder Reaktion erwartet, nehme dir Zeit. Nein, entschlossene Menschen, Erfolgsmenschen entscheiden sofort. Was gibt's da zu überlegen? Mehr Kohle? Sagst du ja. Weniger Kohle? Sagst du nein. Fall erledigt. Scheiß Tipp, sorry. Trainiere deine Unsicherheit vor der Gehaltsverhandlung zu Hause weg. Ja, genau. Trainier mit deiner Katze, trainier mit deinem Kanarienvogel, trainier mit deinem Hund, das wird was bringen, oder? Was ist das für ein bescheuerter Tipp? Nein, trainiere mit Geschäftspartnern. Sei gut im Verhandeln. Hatten wir schon mal. Ist nicht anders als der Tipp von vorne. Verhandle in deinem normalen Arbeitsleben und du wirst ein sauguter Verhandler. Tipp 8. Grauenhaft, hören die ersten 7 Tipps. Kannst du nicht bringen. Tipp 8. Treffe klare Gehaltsvereinbarungen für die Zukunft. Gehaltsvereinbarungen für die Zukunft? Ich kenne keinen CEO, der auf den Scheiß eingeht. Gehaltsvereinbarungen für die Zukunft. In 12 Monaten kriege ich X mehr, in 18 Monaten Y mehr und in 24 Monaten Z mehr. Nein, du triffst keine Gehaltsvereinbarungen für die Zukunft. Du machst Ziele. Das nächste Ziel ist, wir wollen das erreichen. Wir wollen dieses Projekt. Ich soll diese Skills entwickeln. Ich soll von A nach B. Wenn ich B bin, dann machen wir weiter. Dann ist das mein neues Gehalt. So geht das. Aber nicht, in 6 Monaten kriege ich X, in 7 Monaten kriege ich Y, in 8 Monaten kriege ich eine extra Packung Hundefutter. Knick das. Leute, Gehalte, Verhandlung. So viele Mythen, aber tatsächlich geht es eigentlich nur um eine einzige Frage. Welchen Vorteil bringst du für dein Unternehmen? Und bringst du mehr Vorteile, als du kostest? Ganz einfache Regel ist, du darfst deinem Unternehmen nichts kosten. Nichts. Weil du ohnehin sowieso dein eigenes Gehalt locker selber verdienst. Das ist die Grundregel. Und wie das geht, erfährst du hier im nächsten Video, wenn es darum geht, wie verdoppelst du dein Gehalt? Game Changer. Das sieh dir mal an, wenn du mehr Geld haben willst und vergiss diese ganzen Karrieretipps auf Karriereseiten. Haben sich Leute ausgedacht, die alle keine CEOs sind. Liebe Grüße, wenn dir das gefallen hat, abonniere den T-Papst,
Ich freue mich auf deine Kommentare, dein Feedback hier unten. Bis dann.